Really? I never noticed. Get yourself a practice stick and show me. Interessant. Dass die beiden miteinander auskommen würden, hätte ich nicht gedacht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange jetzt rumstehen und nur darauf warten, Verstärkungen ranzuholen. Das mache ich gerne mal. Ich bin da ein bisschen zögerlich, wenn es heißt, Leute in die Schlacht zu schicken und wahrscheinlich mit hohen Verlusten zu rechnen, weil ich Verluste eigentlich immer sehr gerne umgehe. Die Kreuzfahrerarmee 4 ist bereit und sehr weit entfernt von Dresden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Die muss jetzt erstmal komplett nachgeführt werden. Durch die Lepratiefen, oh Gott. Die hier sollte ich vielleicht mal in der... So. Kreuzfahrerarmee 2, 4, die Ersatzarmee werde ich jetzt auch mal da oben im neuen Lager stationieren und mit der Kreuzfahrerarmee 2 fusionieren. So, und dann kommt hier noch die Verstärkung. Die Verstärkung muss dann halt, wir könnten jetzt nochmal ruhen, dann können wir die Verstärkung vielleicht ranführen. Das wäre eine Möglichkeit. 40, 26, 14. Komm, das machen wir so. Na. Denn dann haben wir zumindest ein bisschen Verstärkung noch für den Angriff auf Dresden. Ich hoffe, dass wir unsere Armeestärke noch irgendwie auf 7 hochbekommen könnten. Das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen. Und auf diese 2 Tage kommt es dann hoffentlich nicht an. Hoffentlich. Weil wir sind jetzt doch schon einige Tage unterwegs und Wochen. So dass wir die Verstärkung vielleicht noch ranführen können. Ich war noch nie zuvor in einer Schlachterei, also wie sehr ähnelt sie denn der verlorenen Kapelle? Für die Dämonen sind wir alle nichts weiter als Schlachtvieh. Sie werden allerdings schon bald gezwungen sein, ihre Einschätzung zu überdenken. Oh ja. Da gehe ich auch von aus. So, hat das gereicht, um im Zweifel unsere Armee nochmal bewegen zu können? Jupp. Ganz ankommen wird sie aber deswegen trotzdem nicht. Okay. Immerhin bis hierhin. Zeit überspringen, ohne Rast warten. Aber dann habe ich ja keine, dann habe ich ja keine Rast, ne? Can you move faster and stop goggling around you like a fool all the time? But I don't know if I'll ever see these places again. It will be awful if I can't remember anything interesting before I die. No. Oh. So, liebe Kreuzfahrerarmee, ihr könnt euch noch nicht bewegen. It'll be tough getting a helmet to fit you, but we can't leave your head unprotected. Well, just as long as it doesn't have a visor. Or how else am I meant to scare the enemy? Ah, hier bekomme ich wieder Verderbnis. Ich bin doch im Lager. Wieso bekomme ich hier Verderbnis, wenn ich raste? Das macht jetzt irgendwie wenig Sinn. So, das dürfte aber jetzt reichen, oder? Jawohl. Und es reicht dann sogar noch für einen entsprechenden Angriff. Ja, immer noch 6. Ich probiere aber jetzt den Angriff, ich bin neugierig. Ah.
Hallo! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Rakni und Vrox. Oh Gott, Vrox. So viel zu den Vrocks. Okay, wie machen wir das am besten? Ah, das hilft nicht viel. Aber vielleicht widmen sie sich den... Yeah. Aua. Ja, ja, widmet euch nur den Aua. Ihr sollt euch den Aua. So. Meine Güte. Oh, er darf nochmal. Das ist schön. Ich muss gucken, dass ich meine Kleriker beisammen halte. Denn, die zu verlieren wäre echt schlecht. Die können nämlich verdammt gut heilen. Was hat er denn gemacht? Aua! Geh weg. Er stürmt mal nach vorne und er kümmert sich um die Kultisten hier. Oder sie kümmern sich um die Kultisten, die jetzt auch keine so große Gefahr mehr darstellen, ehrlich gesagt. Schwupp! Wir haben keine Zaubermacht mehr? Nee, er ist, glaube ich, betäubt. Also, die sind, glaube ich, betäubt, ne? Rüstung verschlingen, stinkende Wolke. Na gut, damit hat sich das erledigt. Ein weiterer grandioser Sieg für uns. Ja, wiederhergestellt 24, 2 und 3 davon. Alle wurden wiederhergestellt. Sehr gut. Keine Verluste erlitten. Ja, so soll es sein. Die letzte feindliche Festung, die den Vormarsch der triumphalen Armee des Kommandanten noch aufgehalten hatte, ist gefallen. Die Soldaten sind mehr als glücklich, die Nacht im Schutz ihrer befestigten Mauern verbringen zu können. Der Weg nach Dresden ist frei. Und damit hat sich unser Lager bis hierhin verschoben. Die Legion des Fuchses ist vorangerückt. Und wir folgen ihr. Hä? Auf der Straße ist jemand? Deine Armee hält an einem Hügel an. In der Ferne seht ihr die Mauern von Dresden. Rauch steigt über der Stadt auf. Geflügelte Gestalten kreisen am Himmel über der Stadt. Aber sie sehen nicht aus wie Vögel. Es wird Zeit, die Strategie für die Erstürmung der Stadt zu besprechen. Einst war die Stadt eine uneinnehmbare Festung. Zu unserem Glück haben die Dämonen bei ihrer Eroberung einen großen Teil der Verteidigungsanlagen zerstört. Und sie haben sie in den 70 Jahren, die seitdem vergangen sind, auch nicht wieder aufgebaut. Trotzdem wird es nicht leicht. Der Großteil der Mauern steht leider noch. Anevia hält inne, als vor dem Zelt lautes Jubelgeschrei ausbricht. Der Vorhang teilt sich und ihre Majestät Gallfrei von Mendev tritt ein.
in einer prächtigen Rüstung und mit ihrem berühmten Langschwert am Gürtel. Die Königin lächelt verschmitzt. Entschuldigt die Störung, aber es war nicht leicht, euch einzuholen. Oh, Ihre Majestät ist hier. Eure Majestät, was für eine Überraschung, entfährt Sanevia in einem Ton, der das genaue Gegenteil besagt. Entweder verbirgt deine oberste Späherin ihr Erstaunen sehr gut, oder sie wusste bereits von der Anwesenheit der Königin im Lager. Die Königin nimmt ihren Platz am Tisch ein. Bitte setzt euer Gespräch fort, als wäre ich gar nicht hier. Ich würde gerne hören, auf welchem Plan ihr euch einigt. Anevia breitet eine alte Karte der Stadt auf dem Tisch aus. Die Tore sind inzwischen alt und verfault. Wir können sie mit einem Rambock durchbrechen. Danach wird es allerdings Straßenkämpfe geben. Der Kampf in Dresden wird fürchterlich. Glücklicherweise befindet sich irgendwo in der Stadt ein heiliges Banner. Das Schwert der Tugend. Iomedaes heiliges Relikt würde niemals der Verderbnis anheimfallen. Niemals! Die Dämonen haben es lediglich als Trophäe behalten, als Symbol unserer Schmach. Und nun wird es ihr Untergang sein. Wenn ihr es findet und hisst, werden alle Dämonen in der Stadt geschwächt und verlieren ihre Fähigkeit zu teleportieren. Und dann werden wir sie wie blinde Ratten in Stücke schneiden. Vergesst aber nicht, dass Staunton Vane in der Stadt ist. Das ist der Verräter, der Dresden den Dämonen seiner Zeit übergab. Er wird sich nicht kampflos von diesem Banner trennen. Nura hebt wie eine Schülerin im Unterricht die Hand. Darf ich etwas sagen? Darf ich? Ich habe einen Plan. Regil sieht dich wortlos an. Offenbar will er etwas vorschlagen. Was werden denn die Ritter der Adlerwacht tun? Das, was alle tun. Sinnlos sterben. Irabevs Augen leuchten fiebrig in ihrem eingefallenen Gesicht. Wen belügt ihr? Euch selbst? Einander? Die Götter? Einen Augenblick lang mustert sie das versteinerte Gesicht der Königin und zögert, dann fährt sie allerdings mit hohler Stimme fort. Es ist alles aussichtslos. Euch ist allen klar, dass ihr sterben werdet. Wir führen unsere Leute zur Schlachtbank. Unsere Armee wurde schon von einem Schwarm von Gargülen fast besiegt. In Dresden überstehen wir keine 5 Minuten. Beth, was soll das? Ja, es ist gefährlich. Wir wussten alle, worauf wir uns einlassen. Aber jetzt, wo wir hier sind, sollen wir uns in die Hosen machen und wieder nach Hause laufen? Wir haben es wie durch ein Wunder nach Dresden geschafft. Verdammt! Und wir werden es zurückerobern. Etwas spät, um jetzt zu kneifen, findet ihr nicht? Es ist egal, was wir tun. Der Bursche, der an dem Haken neben mir hing, wollte nicht sterben. Aber was konnte er tun, um seinen Tod abzuwenden? Was konnte ich tun? Wir sind alle dem Untergang geweiht, aber nur wenige sind bereit, sich das einzugestehen. Morgen um diese Zeit werden wir alle tot sein. Irabes Stimme verklingt, scheint dann aber den zähen Nebelschleier zu durchdringen, der deinen Geist erfüllt. Der Dämon, der in dir erschienen ist, versucht verzweifelt, sich loszureißen. Nicht mehr lange und seine Woge des Zorns wird dich überrollen. Irabev, reißt euch zusammen, denkt an Kenabris. Trotz allem haben wir gewonnen und eine Katastrophe verhindert. Wir haben gewonnen? Ja. Wie durch ein Wunder haben wir den dämonischen Truppen einen kleinen Stich versetzt. Ohne die Macht, die euch gewährt wurde, wären wir in der grauen Garnison gestorben und das ist die Wahrheit. Dresden wird unser Tod sein. Ihr, Kommandant, könnt vielleicht gerettet werden, aber eure Leute führt ihr in den sicheren Untergang. Jämmerliches kleines Nichts! Ihr wart so stolz auf eure Stärke und doch seid ihr so leicht gebrochen. Der dämonische Zorn in deinem Inneren brodelt und sucht ein Ventil. Er müht sich, um hervorzubrechen, erschöpfend, bedrohlich und überzeugend zugleich. Du fühlst dich aber auch stark genug, ihn unter Kontrolle zu halten, sofern du das willst. Wir bekommen hier perfekt vorgeführt, warum die Kreuzzüge seit hunderten Jahren keinen Zoll vorangekommen sind. Ein weinerlicher Emporkömmling wurde von einer idealistischen Königin zur Befehlshaberin eines Ritterordens ernannt, unter Umgehung sämtlicher Regeln der militärischen Hierarchie. Und nun hat eben jene Befehlshaberin bei ihrer ersten ernsthaften Prüfung auf ganzer Linie versagt. Regil lacht rau auf. Einfach alles an dieser Situation, von Irabevs Aufstieg bis zu den Gründen, warum sie ihre Vernunft und Moral verloren hat, zeigt eindrucksvoll, wie katastrophal die Lage an unserer Front wirklich ist. Diese Probleme lassen sich beheben, gewiss. Aber dazu müssen wir das schwarze Schaf aus der Herde verstoßen.
Ist es euch genehm, werter Paralictor, dass die idealistische Königin neben euch steht? Selbstverständlich, Euer Majestät. Zumal ihr uns ja gebeten habt, euch gar nicht zu beachten. Die Königin sieht Irabeth an. Als sie spricht, ist ihre Stimme überraschend sanft. Ich stand einst, wo ihr nun steht, Kommandantin Tirabade. Vor vielen, vielen Jahren wollte auch ich mein Schwert wegwerfen und aufgeben. Warum wolltet ihr das, Eure Majestät? Was war passiert? Irabeth weicht dem Blick der Königin aus. Was passiert war? Mein Gott war gestorben. Die Weltenwunde verschlang unsere Nachbarländer und es sah nicht so aus, als würde sie vor Sarkoris Halt machen. Gallfreys Stimme bleibt warm und ein wenig nachdenklich. In diesem kurzen Moment glaubt man gerne, dass sie über 100 Jahre alt ist und all die schrecklichen Ereignisse in dieser Region selbst erlebt hat. Aber ich bin noch hier und mein Königreich steht noch, genau wie an dem Tag, an dem meine Zweifel mich fast übermannt hätten. Dem inneren Dämon nachgeben. Nein! Ich dachte, wir hätten viel gemeinsam, Irabeth. In uns brennt dasselbe Feuer. Wenn ihr zerbrecht, was soll ich dann tun, als euer Kamerad und Kommandant? Irabeth verzieht das Gesicht und reibt sich dann mit der Hand die Schläfen, wie jemand, der aus einem Albtraum erwacht. Ja, Kommandant, verzeiht mir diesen Augenblick der Schwäche. Anevia sucht Irabeths Blick und nickt ihr aufmunternd zu. Also dann, was werden wir tun, Kommandant? Regil, was schlagt ihr vor? Meine Späher konnten sich den Festungsmauern nähern und haben etwas Unerfreuliches in Erfahrung gebracht. Die Dämonen haben Riesen, die mit Katapulten Alchemistenfeuer verschießen. Oder noch schlimmere Dinge. Sie sind hier positioniert. Regil zeichnet auf der Karte der Stadt Kreuze ein. Wie Anevia schon sagte, sind die Befestigungsanlagen der Stadt in einem erfreulich schlechten Zustand. Wenn wir von dieser Seite kommen, durch die Tempelruinen, können wir uns an die Riesen anschleichen und sie ausschalten, ehe sie unserer Armee größeren Schaden zufügen können. Das ist ein extrem riskantes Manöver. Wenn meine Einheit verletzt oder erschöpft wäre oder schwere Verluste erlitten hätte, wäre mir das Risiko zu hoch und ich würde diesem Plan niemals zustimmen. Glücklicherweise haben die Höllenritter im Kampf mit den Gargülen aber kaum Verluste erlitten, dank des beherzten Eingreifens des Kommandanten. Wir sind bereit für dieses Manöver, brauchen aber Deckung, falls wir auf besondere Dämonen treffen sollten, wie den Nabazu, an den wir uns gewiss alle erinnern. Kommandant, ich möchte, dass eure Gruppe mit uns die Riesen attackiert. Den Kämpfern wird das nicht gefallen. Unsere Leute hoffen, dass sie der Kommandant persönlich in die Schlacht führt, anstatt die Höllenritter zu begleiten. Ach, das wird ihnen nicht gefallen? Ich habe es satt, über die fehlende Disziplin der Kreuzfahrer zu reden. Was werden sie denn sagen, wenn erst einmal Feuer auf sie herabregnet? Nura, wie sieht euer Plan aus? Oh, mein Plan ist großartig, ein fantastischer Plan. Hier, seht selbst. Nura breitet eine neue Karte auf dem Tisch aus. Ich musste im Archiv wühlen, um sie zu finden, aber die Mühe hat sich gelohnt. Das ist das Ass, das uns den Sieg bringen wird. Diese Karte zeigt einen Geheimgang, der in die Kerker von Dresen führt. Eine ganze Armee kann ihn zwar nicht passieren, aber eure Einheit könnte ihn problemlos nutzen, um die Dämonen von unten anzugreifen. Damit werden sie garantiert nicht rechnen. Außerdem wissen wir nicht genau, wo das Schwert der Tugend aufbewahrt wird. Aber ich denke, wir sollten zuerst in den Kerkern suchen. Mit etwas Glück gewinnt ihr den Kampf, bevor die Dämonen erkennen, dass er bereits begonnen hat. Nun, Irabeth, was werden die Ritter der Adlerwacht tun? In der Adlerwacht dienen die erfahrensten Kreuzfahrer der Armee. Sie müssen den anderen ein Vorbild sein. Wir teilen sie auf. Jede Einheit soll wenigstens einige von ihnen in ihren Reihen haben. Ich kämpfe in der Gruppe, die die Tore stürmt. Meine Königin, wie lautet euer Plan? Ich werde mit der Armee die Stadt stürmen. Man sagt mir, meine Anwesenheit hebe die Moral. Ah, danke für den schönen Seitenhieb. Wir greifen an, sobald es hell wird. Beginnt mit den Vorbereitungen.
Wo werdet ihr in diesem Kampf sein? Puh, das mit dem Kerker sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Mag eine schöne Idee sein, aber nein. Mit den Höllenrittern gemeinsam die Riesen angreifen? Ja, eigentlich schon. Wenn die Riesen wirklich so eine große Gefahr darstellen, wäre es schwierig, wenn sie wirklich Feuer auf die gesamte Armee runterregnen lassen. Eigentlich sollte ich persönlich den Angriff anführen, aber dafür haben wir ja die Königin bei uns. Sie sagte, sie wird den Angriff auf die Stadt begleiten. Das heißt, meiner Überlegung nach, die Königin wird gemeinsam mit den Truppen die Stadt stürmen, während Regil und wir die Armee davor schützen, dass sie von oben mit erheblichen Verlusten zu rechnen hat. So zumindest meine Überlegung. Ich werde mit den Höllenrittern die Riesen angreifen. Eine rationale Entscheidung. Also gut, dann greifen wir im Morgengrauen an. Mögen die guten Götter uns beistehen. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Immer wenn ich hier fertig bin, habe ich ein bisschen Angst. Ich habe ein Déjà-vu. Ein verwundeter Elf? Hm? Naja, in Kenabris gab es viele Verwundete. Wer hat ihn verwundet und wie? Anivia wirkt entspannt und gleichgültig, aber ihre Augen funkeln aufmerksam und ihre Hände ruhen wie zufällig am Gürtel neben ihrer Waffe. Woher soll ich das wissen? Es müssen Dämonen gewesen sein. Wenn es eine ernste Wunde war, bezweifle ich, dass er sich vollständig davon erholt hat. Wenn ihr vielleicht einen Heiler kennt, könnte ich... Die Frau, die bis zu den Augen in Lumpen gehüllt ist, dreht sich beim Geräusch deiner Schritte um. Verdammt! Mit einer blitzschnellen Bewegung schlägt Anivia der Frau etwas aus den Händen. Ein Amulett, das wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Es fällt zu Boden und verschwindet in einer magischen Explosion. Wozu die Eile, Schätzchen? Bleibt doch noch. Der Kommandant und ich wollen auch euch noch ein paar Fragen stellen. Anivia, wer ist das? Wirkt auf mich wie eine Spionin. Ist nicht das erste Mal, dass ich sie im Lager sehe. Sie schnüffelt herum, fragt die Soldaten aus und wenn man versucht, sie zu beschatten, verschwindet sie einfach hinter einem Zelt und ist dann nicht mehr zu finden. Ich habe hier stundenlang gewartet. Ein gelangweiltes Gesicht gemacht und gewartet, dass sie meinen Köder schluckt. Und das hat sie. Sie fing an, Fragen zu stellen. Und dann kamt ihr, genau im richtigen Moment. Mit einem entwaffnenden Lächeln blickt Anivia der immer noch schweigenden Frau in die Augen. Also schön, dann bringen wir euch jetzt mal zum Reden, Schätzchen. Für wen arbeitet ihr? Was genau wollte sie denn von euch? Sie war auf der Suche nach einem Elfen. Groß, nicht aus Mendev. Er wurde in Kenabris verwundet. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Wir haben so jemanden nicht in unseren Reihen. Anivias Gesicht ist weiter undurchschaubar. Nun, diesmal entkommt ihr nicht. Wer seid ihr und warum verbergt ihr euer Gesicht? Du hörst, wie sie unter ihrem Schal seufzt. Gut, ihr habt mich erwischt. Wir reden, aber nicht hier. Führt mich an einen Ort, wo es keine neugierigen Blicke gibt. Sie gehört euch, Kommandant. Ich habe sie gefangen, ausgeliefert und jetzt wasche ich meine Hände in Unschuld. Dankeschön, Anivia, dankeschön. Was wollt ihr von mir, Soldat? Verärgert reißt sie sich die Halbmaske vom Gesicht und du erkennst ihre schwarze Haut und ihre roten Augen. Es ist Kailessa, die Elfin, die du in Kenabris getroffen hast. Warum seid ihr meiner Armee gefolgt? Ich wollte jemanden finden. Kailessa schnaubt resigniert. Seine Meister wollen meinen Kopf, das heißt, dass ich früher oder später ohnehin sterben werde. Nach einer kurzen Pause kneift sie ihre Augen zusammen und spuckt aus. Das heißt aber nicht, dass ich tatenlos abwarte und mein Schicksal akzeptiere. Ich bin kein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und ich werde nicht fröhlich auf meinen Henker warten. Nie wieder. Seid ihr eine Spionin? Ihre roten Augen funkeln trotzig, als sie durch ihre Zähne hervorpresst. Ich werde es nicht verheimlichen. Ich bin hier, um ein blutiges Werk zu verrichten, aber ich diene keinen Dämonen und werde euch und euren Truppen nicht schaden. Ziert euch nicht, ich brauche Details. Warum?
Sie runzelt skeptisch die Stirn und taxiert dich mit ihren Blicken. Was werdet ihr jetzt tun, nun, da ihr mich angehört habt? Nehmt ihr meine Geschichte ernst und fällt ein Urteil? Tötet ihr mich, wenn ihr mich für eine Schurkin haltet? Und wenn nicht, helft ihr mir dann dem armen Mädchen? Ich habe nicht um Hilfe gebeten und bezweifle, dass ihr die Autorität habt, über mich zu urteilen. Es ist klar, dass sie lügt, aber sie wirkt nicht arglistig, wie jemand, der ein Verbrechen plant. Sie wirkt, als würde sie verfolgt. Als wäre sie eher Opfer als Jägerin. Wir haben sie schon mal laufen lassen. Macht, was ihr wollt. Sie zuckt beiläufig mit den Schultern, als wäre ihr Schicksal nicht gerade noch an einem seidenen Faden gehangen. Das freut mich, Soldat. Ich traf andere Elfen, die aussehen wie ihr. Sie dienten Dämonen. Anemoras Schergen. Die Worte entweichen ihren Lippen, ehe sie es verhindern kann. Dann sieht sie dich sichtlich verärgert an. Eine von Descaris Dienerinnen ist eine mächtige Elfin namens Anemora. Und die verderbten Elfen sind ihre Lakaien. Fragt mich nicht, woher ich das weiß und warum ich wie sie aussehe. Ich bin nicht eure Feindin, aber wenn ihr sie seht, tötet sie ohne Gewissensbisse. Na gut. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid Kailessa, eine Kultistin von Descari. Das ist eine Lüge. Mit einem Funkeln in ihren roten Augen verkündet sie, ich verabscheue Dämonen und werde jeden Dämon töten, der mir begegnet. Ich glaube euch. Vorne ist im Lager, ihr solltet euch vor ihm in Acht nehmen. Mit einem Grinsen erwidert Kailessa grimmig, er ist es, der sich vor mir in Acht nehmen sollte. Das ist ja ganz seltsam, was ist denn... Was war denn das jetzt für eine Begegnung? Oh! Herbeigezaubertes kleines Erdinventar, das macht... Die machen also unsere Befestigungen hier. Interessant. Beziehungsweise bewachen uns zum Teil auch im Lager. Das war eine seltsame Begegnung, das... Was ist denn mit Kailessa? Woljew ist geflohen. Ja. Auf Enthüllung von Kailessas Intrigen warten. Laut der Warnung des Dunkeljägers vorn wird Kailessa in Kürze zuschlagen. Der Kommandant sollte sich auf eine direkte Konfrontation vorbereiten. Ich bin da noch immer nicht so überzeugt von. Ist das Treasure? Vielleicht sollte man nochmal mit Fionn reden darüber, oder? Nur so als Vorschlag. Beautiful. Das hinterlässt mich jetzt doch sehr... Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade... Irgendwie komisch. Was soll ich jetzt damit anfangen? Let's see what we can do. Naja, gut. Wir haben unsere Vorbereitungen getroffen und ich habe vergessen... Oh Gott, ich habe zu lange aufgenommen und vergessen, die letzte Folge zu beenden. Tatsächlich auch richtig. Weil ich jetzt am Stück aufgenommen habe. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Aber wir haben unsere Vorbereitungen getroffen. Der Sturm auf auf Dresen kann beginnen. Die Riesen töten. Und ich glaube, alles, das hier ist das Einzige, was wir noch... machen müssen in diesem Kapitel, bevor die Quest scheitert. Den Rest, den nehmen wir anscheinend mit in die Zeit nach der Eroberung von Dresen. Da bin ich sehr gespannt, ob wir denn Dresen überhaupt erobern können. Das ist wiederum die andere Frage. Tja, wir finden es raus in der nächsten Folge. Ich glaube, auf uns kommt jetzt ein großes Ereignis zu, das ich gerne auch am Stück miterleben würde. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss!